Welch eine Gnade, dass wir wirklich unter dem Wort uns versammeln dürfen, dass wir hören dürfen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ich bin sehr gespannt, was der Herr uns heute wirklich sagen will. Danke, Jesus. Wir haben schon so viel Gutes empfangen in dieser Zeit. Allein unsere Gebetszeit auch gestern war wirklich so ein Segen. War auch eine Zeit, wo der Herr wieder weiter Offenbarung geschenkt hat. Was liegt so auf seinem Herzen? Und ich bin total gewiss, dass der Herr da wirklich noch mehr für uns hat. Und ich möchte heute mit der Verkündigung anknüpfen an dem, was wir auch schon gehört haben von Hartwig. Und es soll natürlich in diesen Tagen, wo wir als Beter hier zusammenkommen, auch um Gebet gehen. Und ich habe ein Ziel so im Herzen, was mich so bewegt, mit der Verkündigung auch, dass wir ermutigt werden. Dass wir wirklich ermutigt werden, wirklich diese Waffe des Gebetes, diese mächtige Kraft, die uns gegeben ist, in Form von Gebet, dass wir lernen, sie wirklich in Anspruch zu nehmen, sie zu nutzen, sie zu gebrauchen, in dem Sinne, wie Jesus uns das auch in seinem Wort gesagt hat. Ja? Jesus redet viel in seinem Wort über das Beten. Er lehrt seine Jünger beten. Und es ist sehr wichtig, dass wir einfach verstehen, was auf Gottes Herzen wirklich liegt im Hinblick auf Gebet. Und dass Gott uns auch ermutigen möchte, wirklich zu glauben, dass durch unser Gebet, egal wie schwach wir uns auch fühlen, er wirklich handeln will und Großes tun will und bewegen will. Das ist ein Prinzip im Wort Gottes, dass er uns ermutigt, sozusagen mit Lohn auch. Ja? Wir kennen diese Verse auch aus dem Hebräer. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er ein, was? Ein Belohner all derer ist, die ihn suchen. Aber genau so ist es auch mit Gebet. Ja, Gott will uns wirklich schenken, dass wir durch Gebet wirklich auch Empfänger werden. Empfänger der Dinge, die wir bitten. Wir haben auch schon gehört, ihr habt nicht. Warum? Weil ihr nicht bittet. Die Konsequenz ist ja daraus, wir haben, wenn wir bitten, wenn wir im Glauben bitten. Und dieses Prinzip wirklich zu begreifen, zu verstehen, dass Gott gewillt ist, dass Gott geben will, manchmal oder oftmals mehr, als wir es wollen oder überhaupt verstehen, dass wenn wir das begreifen, dann wird Unmögliches möglich. Und das soll so dieser Fokus sein, okay, auf Gebet, aber auch, und das ist der andere Punkt, auch in Richtung Fasten. Was hat es damit auf sich, dass Gebet auch sehr verknüpft ist im biblischen Kontext mit Fasten? Und kennen wir die Kraft des Fastens auch? Und da sind wir schon an einem Punkt, wo sich so wortgemäß eigentlich schon fast die Geister meistens scheiden in der Christenheit. Ich rede mit vielen, die sind sich dessen vielleicht bewusst, was Gebet so ausmacht. Aber ein großer Teil von denen, die wissen, wie wichtig Gebet ist, haben manchmal aber einen Mangel daran, das wirklich zu verknüpfen auch mit, wie wichtig ist Fasten. Ja? Und gerade wir westlich geprägten Christen, sag ich mal, die wir sehr dem Wohlstand anhangen, wir sind nicht so geübt im Fasten. Oftmals. Und ich glaube, es liegt auch so daran, dass wir nicht ganz so begriffen haben, wie wichtig das alles zusammenspielt. Wenn wir uns nur alleine Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Gebet und Fasten nicht etwas war, was er sozusagen als eine Pflicht empfunden hat, sondern das war ein Lebensstil. Und wir wissen alle, Gebet war sein Lebensstil, aber wissen wir auch, Fasten war auch sein Lebensstil. Andere haben ihn betrachtet, haben seine Jünger betrachtet und wussten sofort, das sind Menschen, die beten und fasten. So, und wie entfernt sind wir manchmal davon? Und ich möchte ganz gerne durch Gottes Gnade und Hilfe wirklich, dass wir da so sehen, oh, das ist so wichtig, das ist so eine starke, so eine mächtige Waffe. Amen. Im Lukas 11, gleich im ersten Vers, lesen wir etwas sehr Herausragendes. Und wir sehen, dass Jesus an einen bestimmten Ort gegangen ist und gebetet hat. Und als er dort am Beten war, er war natürlich immer unter Beobachtung seiner Jünger, aber als er dort am Beten war, da muss etwas Herausragendes geschehen sein. Ich weiß nicht, was da geschehen ist. Ich weiß nicht, wie es aussah, wenn Jesus betete. Aber ich weiß eins, es muss überwältigend gewesen sein. Denn die Jünger haben Jesus beobachtet beim Beten. Und als er zurückkam, sagt uns das Wort in Lukas 11, 1, da wurde er gefragt, Herr, lehre uns beten. Ist das nicht
Ist das nicht komisch? Warum stellen die Jünger diese Frage? Ich meine, weil das Herausragende an dem Dienst Jesu ist doch eigentlich, müssen wir doch fragen, Herr, lehre uns, auf dem Wasser zu wandeln. Das ist doch so das Spektakuläre, wo wir denken, das muss ich lernen. Herr, lehre uns, mit ein paar Fischen und einem Leibbrot 5000 zu speisen. So. Das müssten doch die Fragen sein, die uns so bewegen, wenn es so nach dem geht, so was so spektakulär ist. Herr, lehre uns, Herr, Tote aufzuerwecken beispielsweise. Aber das lesen wir nicht im Wort, dass die Jünger das fragen. Was ist meine Frage jetzt an uns mal? Was haben die Jünger in Jesus gesehen, dass sie bewegt werden dazu, hey, das, was du gerade getan hast, das muss ich lernen. Das brauche ich. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie bewegend, wie gravierend und einschneidend das Bild sein muss, wenn Jesus gebetet hat. Und Jesus hat gebetet. Du siehst, vor jedem seiner Dienste, vor jedem Mal, wo wir in der Bibel auch lesen und er begegnete Volksmengen und die Volksmengen strömten auf ihn zu, jedes Mal war er vorher in der Verborgenheit des Vaters. Und jedes Mal danach war er sofort, hat sich abgesondert von seinen Jüngern und war in der Abgeschiedenheit des Vaters. So, der Lebensstil unseres Herrn Jesus, der ja unser Beispiel ist, war ein Lebensstil des Gebetes. Und ja, es ist wirklich, wir sollten uns wirklich auch daran anknüpfen, an der Frage, die die Jünger hatten, Herr, lehre uns beten. Okay, Lukas 11,1 soll nicht mein Predigttext sein, es soll einfach uns zeigen, wie eine große Not, was für eine große Not in den Jüngern dort war und was für ein Verlangen wirklich von Jesus, dieses mit dem Gebet zu lernen. Wir gehen einmal in die Apostelgeschichte, da möchte ich, dass wir unser Augenmerk darauf legen. Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 1 bis 4. Wir sind nun hier an einem Zeitpunkt in der Geschichte der Gemeinde angelangt, wo die Gemeinde noch am Entstehen ist. Die Gemeinde ist eine sehr, sehr junge Gemeinde, unter viel Repression, unter viel Anfechtung, aber sie ist da und sie ist am Entstehen. Und hier war eine Gemeindeversammlung sozusagen. Wir lesen Apostelgeschichte 13, 1 bis 4. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus, der dann später zu Paulus wurde. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, was war da? Sprach der Heilige Geist. Ist es nicht das, was wir so nötig haben, ihr Lieben? Dass der Geist Gottes spricht. Und unmissverständlich ist das Reden und Wirken des Heiligen Geistes hier an etwas geknüpft. Das Wort sagt uns ganz, ganz klar, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Im Urtext findest du unter dem Wort dienten, während sie sich dem Herrn auslieferten, hingaben, den Herrn anbeteten. Ja, also wir westlich geprägte Menschen, wir sind so in so einer Kultur aufgewachsen, wo wir immer schaffen müssen. Wir assoziieren Dienst immer mit großen Werken und dienen muss immer etwas sein, wo wir ein gutes Produkt und eine gute Leistung, eine Dienstleistung vielleicht abgeben, aber das ist völlig falsch assoziiert. Wenn wir begreifen, wenn wir den Herrn dienen, dann sind wir vor ihm, liefern uns ihm aus, ja, geben uns ihm hin und beten ihn einfach an. Das ist Dienen. So dienen wir dem Herrn. Und es ist wie eine Landebahn, lass es mich mal sagen, für den Heiligen. Darauf wartet der Heilige Geist. Und hier steht, und als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Und was sprach er? Sondert mir nun ab Barnabas und Saulus zu was? Zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Sie nun ausgesandt von wem? Nicht von Menschen. Sie nun ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Ganz krass. Dieser Text sagt uns ganz krass zwei herausragende Dinge. Im Vers 1, die Leiter, einige der Leiter, Saulus und Barnabas, sie waren dort in der Gemeinde in Antiochia und sie dienten dem Herrn mit Fasten und Gebet. Und Vers 2 lässt uns erkennen, dass sie von einer tiefen Not bewegt waren. Und das muss unsere Not werden. Was war ihre tiefe Not? Ihr tiefes Verlangen. Ich glaube, sie hatten dieses tiefe Verlangen, von Gott Weisung zu empfangen.
von Gott Richtung und Weisung zu empfangen, Führung zu empfangen. So nach dem Motto, Herr, wo geht es mit uns lang? Und ist das nicht der Schrei dieser Tage, den die Gemeinde Christi so, so, so nötig hat? Wir leben in Zeiten, die sind verwirrender, die können kaum verwirrender sein. Zeiten, die sind so, sag ich mal, dramatisch im Hinblick auf Umbrüche und was gestern noch aktuell ist, morgen veraltet und alles Mögliche, was gestern oben ist, morgen unten und was morgen unten ist, übermorgen wieder oben. Wir leben in Zeiten, in denen es so schnell gehen kann, dass wir die Orientierung verlieren, auch im Leib Christi leider. Und wir sehen hier, diese Männer, die hier vor dem Herrn gekommen sind, sie dienten dem Herrn mit Gebet und Fasten und in ihnen war auch diese Not, Herr, wir brauchen unbedingt Weisung. Wir brauchen Richtung von dir. Wo geht es mit uns lang? Und ich glaube, das sollte unser Schrei in diesen Tagen wirklich sein. Und das war auch unser Schrei in den ganzen Gebetspunkten. Herr, wo geht es lang? Was hast du mit uns in diesem Land, in unserem Land vor? Und ihr Lieben, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir diese Not in unserem Herzen haben, Gott reagiert darauf. Er liebt es, wenn wir auch in dieser Abhängigkeit vor ihm sind und er will uns Richtung und Weisung geben. Das Wort Gottes sagt durch den Propheten und siehe, du wirst eine Stimme hinter dir hören, die das spricht, dies ist der Weg, den geht. Aber oftmals liegt es daran, dass wir eben nicht hören, weil wir gar nicht bereit sind zu hören. Wir haben gar keine Not mehr zu hören. Wir denken immer, wir wissen, wo es lang geht. Wir denken immer, wir haben schon alles irgendwie in der Hand, wenn wir nur beschäftigt sind. Aber wir müssen wirklich, glaube ich, zu dieser Not auch kommen. Ich muss Gott reden hören und wenn ich ihn nicht reden höre, dann stehe ich auf verlorenem Posten. Zu viel wird im Leib gemacht aus Aktionsdrang und viel zu wenig aufgrund von wirklich klarer Weisung. Haben wir vielleicht verlernt auch zu hören? Ja? Haben wir verlernt zu hören? Aber wir wollen da wirklich hinkommen und die Schlüssel sind gefunden im Gebet und im Fasten. Ja? Okay, also, lass diesen Ruf in dir sein, lass dieses Verlangen in dir sein. Und so war es in ihnen. Sie waren so hungrig, sie waren so durstig nach Weisung hier in Antiochia. Sie waren so abhängig von Gott, dass sie diesen Hunger, den sie im Geist hatten, verknüpft haben mit einem wirklich physischen und echten Hunger. Ihm war die Weisung Gottes so wichtig, dass sie Gott demonstrierten, Herr, wir sind so leer, wir sind so abhängig, wir sind so am Ende, wenn du uns nicht Weisung gibst und wir demonstrieren dir das nicht nur mit einem, sag ich mal, zerbrochenen Geist, so wie das Wort sagt, der aber der zerbrochene und zerschlagene Geist ist und zittern vor meinem Wort, sagt der Herr, auf den aber will ich blicken. Und sie haben gesagt, okay, wir legen noch eine Schippe rauf. Wir demonstrieren dir das in Form eines leeren Magens. Wir verlangen so sehr danach, mit jeder Faser unseres Leibes verlangen wir danach, dich reden zu hören. Und wir werden unserem Leib nicht eher die Befriedigung, die sich durch das Essen geben, bis du nicht zu unserem Geist gesprochen hast. Verstehen wir die Not, die in ihnen war? Und ich wünsche mir, dass wir auch dahin kommen, dass wir so eine Not haben, auch so eine gute, heilige Not, so eine Zerbrochenheit, dass wir wirklich vor dem Herrn in dieser Herzenshaltung kommen. Und er hat schon verheißen, auf diese Haltung des Herzens zu reagieren. Und das ist so wunderbar. Das Resultat in der Reaktion Gottes sehen wir in diesen Versen. Was war das Resultat? Das Resultat wurde gefunden im Reden des Heiligen Geistes. Halleluja! Das Reden des Heiligen Geistes. Und das ist es, was wir so sehr brauchen in unserer Zeit. Unsere Zeit ist so sehr von Ratlosigkeit, von Angst, von Zweifel, von Bedrängnis geprägt, dass wir wirklich eigentlich nur eine Antwort darauf haben, vom Wort her, dass Gott interveniert. Wenn Gott nicht eingreift, dann irren wir umher. Dann irren wir umher, ziellos, planlos, wissen nicht, was wir tun können, was wir tun sollen. Und ist das nicht ein Bild vieler, leider vieler Gemeinden heutzutage, die einfach nur noch sozusagen existieren, aber an Wirkung und Wirksamkeit und Durchschlagskraft eigentlich gar nicht mehr was zu bieten haben? Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich dahin kommen, wenn der Geist Gottes übernimmt, wenn der Geist Gottes kommt, wenn der Geist Gottes Raum hat zum Wirken, dann dreht er das alles um. Dann kommen wir hinein in das, wozu wir bestimmt sind. Okay, ich möchte mit uns drei
Dinge einfach festhalten und betrachten, ja? Wie wichtig halt eben das Gebet und das Fasten auch ist. Wie wichtig war es, dass sie gemeinsam fasteten? Hier waren sie gemeinsam zusammen und haben zusammen als Gemeinschaft gefastet. Manchmal haben wir das so, dass wir denken, okay, Fasten, das ist so meine Privatsache. Wir wissen ja, wenn du nun fastest, so salbe dein Haupt, geh in deine Kammer und lass es keinen sehen, so hat Jesus gesagt. Aber Jesus meinte damit nicht, wir sollen unser Fasten verstecken, sodass wir es so im Geheimen tun. Jesus meinte, und das ist das, worauf Jesus immer abzielt, Jesus redet von dem Herzenszustand. Das Herz ist beim Fasten und beim Gebet das Allerwichtigste. Worum geht es uns? Was wollen wir damit bezwecken? Wollen wir gut dastehen vor den Menschen und ihnen zeigen, wie geübt wir im Fasten sind? Dann würde ich sagen, lass uns das Fasten gleich sein lassen. Ja? Aber wenn in unserem Herzen eben diese Zerrissenheit und diese Not ist, dann ist das Fasten etwas Gutes. Und dann können wir das natürlich und sollen wir das natürlich auch in Gemeinschaft praktizieren. Ja? Wie oft hast du es vielleicht schon in deiner Gemeinde, dass ihr als ganze Gemeinde zusammengekommen seid und wirklich euch demütigt vor dem Herrn und immer wieder ins Fasten und ins Gebet geht? Wir haben als Gemeinde in Bremerhaven haben wir es so gemacht, dass wir daraus eine Regelmäßigkeit, so eine regelmäßige Übung machen wollen. Und wir haben uns einen Tag festgesetzt, wo wir immer zusammenkommen zum Fasten und zum Gebet und dann danach dann auch, nachdem wir den ganzen Tag dann gefastet haben, halt eben das gemeinsame Brechen des Fastens, wo wir dann zusammen dann essen wieder am Abend. Und es ist eine wunderbare Zeit. Und wir empfinden diese Zeiten, gerade diese Zeiten, auch immer wieder Zeiten als Zeiten, in denen Gott wirklich spricht. Also der Punkt, auf den ich hinaus will, ist einfach, dass wir lernen, in Gemeinschaft uns dieses Fasten und dieses Gebet wirklich zu eigen zu machen. Gerade Gebet verknüpft mit Fasten. Dass wir einfach uns bewusst machen, Gott möchte in unserer Mitte, gerade dort, wo wir jetzt sind, egal ob du nur mit einem Hauskreis von 2, 3, 4, 5 Leuten bist oder in einer Gemeinde von 20, 30, 40 Leuten bist, Gott möchte in unserer Mitte reden. Er möchte sich wirklich verherrlichen. Er möchte uns Weisung, er möchte uns Richtung geben. Er möchte sich mitteilen. Er möchte seinen Arm entblößen. Er möchte tun, was sein Wort sagt, was er tun will. Ja, er will das, auf seinem Herzen ist das. Aber, und das ist das, was ich immer wieder stresse, was wir begreifen müssen, ist, er hat sich diesen Weg, gerade diesen Weg durch Gebet und Fasten erwählt. Und da können wir ihm nicht irgendwie was diktieren, dass wir sagen, oh, das gefällt mir aber nicht so her. Ich hätte das gerne auf eine andere. Er hat das so erwählt. Und wir tun gut daran, wenn wir sagen, okay, wir wollen uns darin üben. Und Jesus war uns darin immer ein Beispiel. Und wir sehen die Resultate. Also es kommt wirklich auf unser Herz an. Jesus hat einmal gesagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber was? Euer Herz ist fern von mir. So unser Herz, wie ist unsere Herzenshaltung? Kommen wir wirklich mit so einem Zerbruch vor unserem Gott? Was ist unser Motiv? Was ist das Motiv auf unserem Herzen? Geht es uns um uns oder geht es uns wirklich um die Dinge Gottes? Ich bin so froh, so dankbar für diese Gebetszeit, die wir hier hatten, wo wir wirklich gesehen haben, okay, das ist auf der Agenda Gottes. Das will Gott in unserem Land tun. Das sehen wir. Wir sehen die biblischen Belege und Beweise und wir können uns wirklich an dem Schriftwort orientieren. Und wir haben auch die Verheißung, wenn wir gemäß seines Willens bitten, dann wird er uns geben, worum wir bitten. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, ist das nicht gewaltig? Wir denken manchmal so, ja, so politische Instanzen, so richtig einflussreiche Menschen, das sind die Leute, die an den Hebeln der Welt, an den Schaltzentralen der Welt sind. So große Machthaber mit viel finanziellen Backup im Rücken, so die bewegen was. Das sind die Macher in der Weltgeschichte. Ja, vor den Augen der Welt mögen sie das sein. Das sind alles Marionetten. Wir wissen aber, dass Christen, die gelernt haben zu beten und sich zu demütigen vor ihrem Gott, dass sie die Leute sind, die die Weltgeschichte bewegen. Warum? Weil sie Gottes Arm bewegen. Weil sie Gottes Arm bewegen. Du bist eine wichtige politische Instanz. Wir Christen meinen immer so, ich will mit Politik nichts zu tun haben. Ich sage immer, politischer als ein Christ kannst du gar nicht sein, denn du steuerst die Politik. Du steuerst durch Gebet, oder vielleicht tust du es noch nicht, aber es ist deine Berufung. Du steuerst durch Gebet die Politik. Das ist so. So, und wenn wir das begreifen, dass wenn wir gemäß des Willens Gottes bitten und flehen, dann sagt er nicht, wenn ihr so tut, dann will ich euch vielleicht geben, sondern er sagt, wenn ihr so tut, dann gebe ich euch. Das ist absolut, das ist abgeschlossen.
Deswegen macht es auch gar keinen Sinn zu sagen, okay, lass mal in die Gebetsstunde gehen, vielleicht wird der Herr antworten. Wir sollten eher so in die Gebetsstunde gehen, dass wir sagen, wir gehen ins Gebet und der Herr wird antworten. Er wird antworten. Es ist eine unausweichliche Konsequenz, dass wenn wir gemäß des Willens Gottes bitten, dass er antwortet. Wenn wir nur das, was ich gerade gesagt habe, begreifen, unsere Gebetsversammlungen werden sich verändern. Wenn wir nur das begreifen, was ich jetzt zuletzt gesagt habe, dann werden sich unsere Gebetsversammlungen wirklich verändern. Das, was uns eigentlich am Empfang meistens hindert, sind Zweifel. Wer bin ich schon? Was kann ich schon bewirken? Was soll mein Gebet schon? Der Bruder da hinten, das ist ein Beter, ja. Aber ich, hallo, ich stammel da nur vor mich hin. Hallo, kennst du Hannah aus der Bibel? Ja. Auf den Stufen des Tempels hat sie gekniet und hat ihren Mund, nur ihre Lippen hat man so bewegen sehen und da kam so ein Murmeln vielleicht raus. Mehr war es nicht. Und Eli, der hohe Priester, der gelehrt sein sollte von dem, was Gebet ist, hat gesagt, ach, guck sie an, die Frau wieder vom süßen Wein befüllt. Nein, aber sie hat gebetet mit einem zerrissenen Herzen auf den Stufen des Tempels und einer der größten Propheten war das Resultat ihres Gebetes, einer zerbrochenen und mit Füßen getretenen Frau, einer gedemütigten Frau. Warum sage ich das? Gott gefällt es, wenn wir vor ihn kommen mit einem zerrissenen Herzen. Und dann geschehen solche Dinge wie durch Hannah. Okay, wir müssen wirklich lernen, glaube ich. Ich glaube, das ist dran für uns, wieder neu zu erlernen, die Kraft des Gebetes. Okay, der erste Punkt war, auf den ich so ein bisschen hinaus wollte, lass uns wirklich lernen, in Gemeinschaft wirklich zu kommen und das Fasten und das Gebet nicht zu vernachlässigen. Ich meine, wie ist es denn oft so? Auch bei uns ist es oft so und wir erliegen leider oft dieser Falle. Ja? Ich sage das mal als Zeugnis so. Wir wollen zusammenkommen zum Gebet oder zur wichtigen Gebetsversammlung und dann wird es eher doch was Organisatorisches. Dann kommt noch diese Idee und dann kommt noch das und dann, ah ja, wir haben ja noch das vor und dann ist eigentlich mehr Diskutieren dran, anstatt dass wir wirklich beten. So und so sind wir ja meistens gestrickt. Deswegen sage ich das wirklich. Lasst uns wirklich aufpassen, dass wir da auch nicht in die Irre geführt werden, sondern lasst uns lernen, zusammenzukommen und uns gemeinsam vor dem Herrn niederzuwerfen und von ihm zu erflehen. Okay? Okay, das war der erste Punkt, dieses Gemeinschaftliche, dass wir das wirklich verinnerlichen. Der zweite Punkt, auf den ich hinaus will, und das hatte ich eben schon angeschnitten, aber ich möchte da etwas expliziter darauf eingehen, und das ist mit der wichtigste Punkt ist, der zweite Punkt ist, Fasten und Gebet, hatte ich eben gesagt, ist wie eine Landebahn für den Heiligen Geist. Wir haben manchmal auch gerade so in der Neumoderne so viele Konzepte vor Augen, wie wir auch vielleicht durch tolle Musik, ja, Musik ist etwas sehr Gutes, Lobpreis ist etwas sehr Gutes, aber wir haben dann so diese Assoziation, wir müssen durch musikalische Glanzleistung, das muss alles perfekt irgendwie sein, die Technik muss perfekt abgestimmt sein, da müssen wir irgendwie, und dann wird der Heilige Geist kommen, und weil wir dann alle irgendwie bewegt sind im Herzen, wissen wir, jetzt war der Heilige Geist da. Soll ich euch mal etwas sagen? Bei uns in Bremerhaven ist es komischerweise, sag ich euch ganz ehrlich, es ist komischerweise immer so. Es gibt Zeiten, da kommen wir einfach zusammen im Gebetsabend und dann hat Birgit irgendwie auf dem Herzen, nicht an der Gitarre zu dienen und ich genauso. Und dann stehen wir einfach dort und dann singen wir die ganze Gemeinde a cappella, ohne Technik, ohne Mikrofone, ohne nichts. Einfach nur a cappella, ohne Textvorlagen, ohne Beamer, einfach nur, wir singen einfach nur a cappella. Das sind die schönsten Lobpreiszeiten. Der Geist Gottes spricht in diesen Zeiten so mächtig, dass wir schon gesagt haben, eigentlich ist das irgendwie komisch. Ne? Sollten wir das vielleicht nur noch so machen? So, wir haben da so ein Muster erkannt, dass jedes Mal, weil wir machen das gar nicht so oft, ne? Aber manchmal ist es wirklich so, da haben wir beide auf dem Herzen, ne, wir leiten heute nicht, wir wollen uns einfach so dem Herrn hingeben. Und wir haben dann einen lieben Bruder Mike, der sehr geübt ist mit diesen alten Choralen und Lobpreisliedern, der dann uns a cappella anleitet. Und der Heilige Geist kommt so mächtig und spricht dann immer. Und wir merken, dass das ganz andere Gebetszeiten sind, als die, wo wir uns vielleicht darauf konzentrieren, stimmt die Lautstärke, stimmt die Melodie, habe ich die Tonlage getroffen, und ist es alles perfekt arrangiert? Nein. So, der Heilige Geist ist wie eine Landebahn, wenn wir uns vor ihm demütigen und alles einfach mal ausklammern. Der zweite Punkt ist, das Fasten hier in unserem Text war der Grund für das Reden des Geistes Gottes. Gott erfüllt hier sein Wort.
Das müssen wir einfach begreifen. Das ist nicht irgendwie so etwas, wo wir denken, naja, vielleicht wird es so sein, sondern Gott erfüllt hier sein Wort, welches einfach Gültigkeit hat. Es hat Gültigkeit bis in unsere Zeit hinein. In Jesaja 58, 9 sagt Gott in Bezug auf das Fasten mit der richtigen Herzenshaltung Folgendes. Er sagt, dann, wenn die Herzenshaltung stimmt. Ja, das ist vorausgesetzt. Er sagt, dann wirst du rufen. Und was steht dann dort? Und der Herr wird antworten. Ihr Lieben, seid vorsichtig. Dort steht nicht, dann wirst du rufen. Und wenn ich gewillt bin und du alle Sachen so richtig geordnet hast, dann werde ich vielleicht antworten. Nein, nein, nein. Sondern Gott legt sich hier fest. Gott legt sich hier fest. Er sagt, Sergej, in Nürnberg, wenn du vor dem Herrn kommst mit zerrissenem Herzen und du betest und rufst ihm, er wird dir antworten. Punkt. Amen. Punkt. Amen. Punkt. Alleine das langt doch, um uns zu motivieren. Hey, komm ab vor den Herrn. Wir sind in Not und er wird antworten. Nicht, wir sind in Not und vielleicht wird er. Wir sind in Not und er wird antworten. Er wird sich verherrlichen in unserer Not. Halleluja. So, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Krass, oder? Er wird sagen, hier bin ich. Wie viele Christen kenne ich, die sagen, ich weiß nicht, ich höre Gott nicht reden, ich weiß nicht, ist er denn da? Er sagt, hier bin ich. Er sagt, hier bin ich. Komm, komm vor mein Angesicht. Ich bin da. So wunderbar. Halleluja. Das ist auch genau das, was wir in Apostelgeschichte 13 lesen. Während sie aber dem Herrn dienten und fasten, sprach der Heilige Geist. Er war da. Sie hatten diese Not, sie hatten die Bedingungen erfüllt, Gebet und Fasten, hatten sich gedemütigt vor dem Herrn. Und was? Es ist wie ein göttliches Prinzip. Wir kennen diese Prinzipien, Saat und Ernte. Sehst du nicht, erntest du nicht. Sehst du gut, erntest du gut. Und hier ist es genauso ein göttliches, geistliches Prinzip. Gott sagt, erfülle du die Bedingungen und ich werde die Resultate bringen. Wenn wir lernen, die Bedingungen, die Gott uns stellt, zu erfüllen, und diese sind immer machbar, das ist nichts, was mit Leistung zu tun hat, sondern es ist immer ein Geschenk seiner Gnade. Er wird nie etwas bestimmen oder befehlen, von dem er vorher weiß, das können wir, kriegen wir gar nicht hin. Und dann da mit verschränkten Armen stehen, naja, jetzt müht euch mal ab. Ich habe es zwar gesagt, aber da will ich mal sehen, ob ihr das schafft. Nein, nein, so ist nicht unser Gott. Sondern mit all dem, was er uns sagt, was wir tun sollen, gibt er gleichzeitig mit dem Gebot auch die Gnade, um das Gebot zu erfüllen. So, und wenn er sagt, kommt vor mir mit demütigem Herzen, dann schenkt er das, dass wir zerbrochen da wirklich vor ihn kommen. Und dann, wenn wir die Bedingungen sozusagen, die er gestellt hat, erfüllen, wird er aufgrund dieser Bedingungen handeln. Warum? Weil er gesagt hat, mein Wort ist Ja und Amen. Ich bin Gott und ich lüge nicht. Ich tue, was ich euch zugesagt habe. Halleluja. So, während sie dem Herrn aber dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus ab zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Okay, was war mit Daniel? Ich möchte da noch einmal hingehen. Auch ein ganz, ganz klares Zeugnis der Prophet Daniel auf das Wirken Gottes in Bezug auf Gebet und Fasten. Und gerade im Hinblick auf Daniel sehen wir auch nochmal, wie sehr du und ich dazu bestimmt sind, die politischen Ereignisse in dieser Welt wirklich zu bewegen, zu beeinflussen für unseren Gott, damit sein Wille geschieht. Daniel war zu dieser Zeit im Daniel Kapitel 12 im Exil selber, im persischen Exil unter Nebukadnezar, in Gefangenschaft sozusagen. Und Daniel war ebenso von dieser Not und von dieser inneren Zerrissenheit bewegt. Er hat in den Schriften geforscht und hat anhand der Schriften erkannt, okay, eine ganz gewisse Verheißung für das Volk Gottes wird sich in diesen Tagen, in denen wir heute sind, also zu der damaligen Zeit, zu Daniel, in dem Exil unter Nebukadnezar, es wird sich dort erfüllen. Und er hat gesagt, okay, wenn das stimmt, was ich hier lese,
dann will ich meinen Teil dazu tun. Und er ging ins Gebet, ins Fasten und er flehte Weisung und Richtung von Gott. Und die Resultate sind so herausragend. Daniel 10, 2 bis 3. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, da sehen wir diese Zerrissenheit. Ja? Wann hast du das letzte Mal geweint für dein Land? Wann hast du das letzte Mal wirklich, wirklich Trauer empfunden für den Zustand der Gemeinde Christi in unserem Land? Ja? Daniel war hier in Trauer, trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Und dann sagt er, köstliche Speise aß ich nicht und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Dann erschien dem Daniel auf einmal der Herr. Im Vers 12 bis 14 lesen wir, und er sprach zu mir, hier nun der Bote Gottes, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Halleluja. Wann sind deine Worte erhört worden? Nach 21 Tagen Fasten? Nein. Am ersten Tag, als er schon in seinem Herzen überhaupt hatte, ich möchte mich vor Gott demütigen, das war Gott genug. An dem Moment hat Gott schon erhört. Manchmal denken wir, oh ja, der Daniel, Mensch, der hat 3 Wochen und diese Erhörung Gottes und die Resultate Gottes waren ein Produkt von 3 Wochen Entbehrung. Nein, der Engel sagt etwas ganz anderes. Der Engel sagt, am ersten Tag, als du dich gedemütigt hast. Da ist dein Gebet war schon erhört, war schon alles in trockenen Tüchern. War schon alles, du wurdest schon erhört, alles klar. So, ist das nicht gewaltig? Und dann sagt der Engel, aber ich wurde aufgehalten. Und er wurde aufgehalten in einem Kampf dort oben in himmlischen Regionen, Epheser 6. Dort stritten die dämonischen Mächte, die eingesetzt sind. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Setze ich jetzt mal voraus, dass wir das wissen. Dass es über jeder Stadt, über jeder Region, über jedem Land gibt es wirklich dämonische Mächte, die einfach nur ein Ziel haben, das Wirken Gottes und die Pläne Gottes, die schon zuvor beschrieben sind, die aufzuhalten und irgendwie zu manipulieren. Und wir wissen das zum Beispiel hier gerade in diesem Kampf, der dort oben abging, ging es ja darum, das nächste Exil wäre, glaube ich, das griechische Exil gewesen, wo dann das Volk Gottes rein soll. Und schon im Himmel wurde ausgefochten, wie das mit dem Volk Gottes auf Erden gehen soll. Und da war dann halt eben der Bote Gottes, hier Gabriel war es, glaube ich, war dort halt eben in diesem Kampf verwickelt und wurde dann irgendwo entbehrlich bei den Fürsten, so heißt es, von Persien, diese Engelsfürsten, und konnte dann Daniel die Botschaft übermitteln. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist der. Am ersten Tag, als Daniel sich demütigte, war sein Gebet schon erhört und Antwort auf dem Weg. So sei du einfach auch ermutigt darin, wenn du vielleicht nicht sofort die Antwort hörst, dass du aber weißt, sie ist schon auf dem Weg. Übrigens auch das steht schon geschrieben. Der Herr sagt in seinem Wort, während du noch sprichst, habe ich dich schon gehört. Oder wenn du betest, du bist schon erhört und während du noch sprichst, ist meine Antwort schon auf dem Weg. Ist das nicht wunderbar? So, das müssen wir wirklich verinnerlichen. Halleluja. Also, der zweite Punkt, wirklich, den ich hier wirklich hervorheben möchte, ist, dass der Heilige Geist, Gott im Geist, gewillt ist. Und jetzt kommt's. Himmel, so sehen wir das hier im Daniel, Himmel und Erde in Bewegung zu setzen durch dein Gebet und dein Fasten. Noch einmal, ich kann es nicht oft genug sagen, du, genau du, der du jetzt hier unter dem Klang meiner Stimme bist oder wer das auch immer online hört oder sieht, genau du bist dazu bestimmt, die Geschichte und den Lauf der Geschichte durch dein Gebet zu beeinflussen oder zu verändern. Wir denken manchmal so gering von uns. Ja, wir wollen alle so demütig sein. Wir gucken uns alle ganz andächtig auf die Schuhspitzen, wenn wir irgendwas sagen wollen, räuspern uns 3, 4, 5 Mal, weil wir ja so demütig sind. Aber wissen wir, dass wir demütig sind, wenn wir einfach gehorsam sind auch? Wenn wir gehorsam dem Wort gegenüber sind und wenn wir tun, was das Wort sagt? Ja, so. Und es ist keine Demut, wenn wir so klein von uns denken, dass wir denken, ja, okay, das steht zwar geschrieben, aber auf mich trifft das nicht zu. Ich kenne 10 andere, auf die das zutrifft, aber auf mich nicht. Nein! Du, genau du bist gemeint. Du in deiner Schwäche, du in deiner Unvollkommenheit, du mit deinen Fehlern, du mit deinem Zu-Kurz-Kommen. Du bist gemeint. Wenn du dich vor dem Herrn demütigst, der Herr wartet nur darauf, zu handeln und zu tun. Und das in ganz großem Stil. Halleluja. Ich glaube, nie zuvor war die Not so groß für die Gemeinde Gottes, für die politischen Geschehnisse zu beten wie heute. Ist das nicht gewaltig? Ist es nicht gewaltig, was für ein Potenzial da auch ist, wirklich den Lauf der Geschichte auch durch unser Gebet zu beeinflussen? Alleine das bringt mir schon Freude, für diese Dinge zu beten, dass ich sehen darf, mein Gott wird sich verherrlichen.
Da war mal eine Sache, das möchte ich als Zeugnis einfach geben. Und Kritiker werden sagen, ja, das war ein Zufall. Das war kein Zufall. Da war ein Gebetsabend, wo wir von einem auf den anderen Moment völlig ohne Konzept vom Geist Gottes bewegt wurden, in eine ganz andere Richtung zu gehen, die wir gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten. Auf einmal kam es, dass wir gegen Pädophilie gebetet haben. Und wir wussten gar nicht, wieso. Und dann war es sogar so, dass wir ganz explizit auf einmal durch den Geist Gottes Weisung empfangen haben, gewisse Gebete ganz konkret zu formulieren. Wir haben dann auf einmal angefangen zu proklamieren und so im Gebet zu formulieren, Herr, und befreie die ganzen Kinder, die in Bunkern und unterirdischen Gefängnissen festgehalten wurden. Wir wussten gar nicht, warum wir sowas beten. Das war nicht auf unserer Agenda. Wir haben es ausgesprochen und gebetet und irgendwann, als wir gemerkt haben, okay, die Last ist von unserem Herzen, sind wir weitergegangen zu anderen Punkten, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, was jetzt der Zeitrahmen war. Ich glaube mal 3 oder 4 Tage später war ganz groß in allen Medien an der Mosel wurde der größte Server des Darknets hier in Deutschland. In Deutschland der größte Server des Darknets wurde dort sozusagen entdeckt und gesprengt. Und dieser Server war versteckt in einem Bunker an der Mosel und auf diesem Server, in diesem Bunker, waren viele, viele, viele dokumentierte Schandtaten von Kindern. Und wir haben zuvor gebetet, dass die Kinder befreit werden aus den Bunkern. Und das war einer der größten Schläge gegen das Darknet hier in Deutschland auf deutschem Boden, der dort 3, 4, 5 Tage, nachdem wir gebetet haben, in diese Richtung geschehen war. Und als ich das in den Zeitungen gelesen habe, habe ich gewusst, okay, Herr, danke, Herr, dass du uns bewegt hast, in diese Richtung zu beten. So, was der Herr tun will, auch in unserer Zeit, gewaltige Dinge. Ja, das ist nicht nur zu Daniels Zeit, das ist nicht nur durch einen Daniel, sondern es ist durch dich, durch mich, will der Herr heute wirklich große Dinge tun. Amen. Okay. 2. Chronik 7,14 nochmal, wenn mein Volk, über das mein Name ausgerufen ist, sich demütigt, Klammer auf, fasten, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, was? Hier, Bedingung, und jetzt kommt unser Teil dann zu empfangen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und was? Und ihr Land heilen. Braucht Deutschland Heilung? Lass uns das machen. 2. Chronik 7,14, unsere Agenda. Amen. Halleluja. Amen. Okay, der letzte Punkt, auf den ich hinaus möchte, das Fasten hier in der Apostelgeschichte, was wir gesehen haben, war der Grund. Und jetzt kommt's, und das ist wirklich ein Knaller, warum du und ich heute hier sitzen. Jetzt denkst du vielleicht, was hat das mit mir zu tun? Ja? Durch dieses Fasten in der Apostelgeschichte 13 fing alles an. Die Gemeinde war dort gerade am Entstehen, in Antiochia. Aber aus diesem Gebetstreffen sind Barnabas und Saulus herausgekommen und wir haben gelesen, sie waren ausgesandt, nicht von Menschen. Menschen haben Hände aufgelegt, aber das Wort legt einen Schwerpunkt darauf, sie waren ausgesandt vom Heiligen Geist. Und wisst ihr, was das bedeutet? Der Saulus, der dort noch Saulus hieß, dann zu Paulus wurde, der Verfasser vieler Briefe, ich glaube 13 Briefe des Neuen Testamentes, der ist auf seine Missionsreisen, nach diesem Gebetstreffen ist er auf seine Missionsreisen gegangen und hat das Evangelium zu den Heiden gebracht. Und aus dieser, sag ich mal, Gebetssession, die sie dort hatten, im Fasten und Gebet, ist eine Frucht gekommen von mehr als 2 Milliarden Christen auf diesem Erdenrund. Du willst wissen, was dein Gebet und dein Fasten bewirken kann. Ich kann dir sagen, daraus können vielleicht die nächsten 2 Milliarden, Entschuldigung, habe ich Millionen gesagt? 2 Milliarden Christen. Daraus können vielleicht die nächsten 2 Milliarden Christen werden. Verstehen wir, was ich damit sagen will? Dass diese Gebetssession war sozusagen der Startpunkt der neutestamentlichen Gemeinde, wo vieles, vieles, vieles von resultiert. Wir denken manchmal so klar, ja, was kann das schon bringen? Es kann bringen, dass eine ganze Christenheit, dass ein ganzer Landstrich, vielleicht dass ein ganzer Kontinent erweckt wird. Warum? Weil du in deinem kleinen Ort dein Herz vor dem Herrn ausbreitest, dich demütigst und dem Herrn bittest. War es nicht so in der Geschichte der Erweckung? Herr, gib mir England, Herr, gib mir Schottland, Herr, gib mir Deutschland, sollten wir mal beten. Herr, gib mir Deutschland. Was willst du denn mit Deutschland? Ja, ich will, dass Deutschland errettet wird. Halleluja. Ich will, dass aus einem gottlosen Land ein Land wird, das Gott, den Herrn, fürchtet und das sich trennt von seinem Götzen, von dem Islam, von dem Buddhismus, von der Esoterik, von all diesen Dingen. Das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, das ist mein Wille. Und ich weiß, es ist auch auf Gottes Agenda. Halleluja.
So, okay. Das Resultat hier, Apostelgeschichte 13, aus diesem Gebetstreffen, aus dieser Fastenzeit, war die missionarische Tätigkeit des Apostels Paulus und der anderen gelesen in dem Wort Gottes. Und das Resultat sehen wir halt eben in unserer Christenheit. Du und ich, wir sitzen heute hier aufgrund dessen. Übrigens, das hat Jesus auch gebetet. Ja, kein Zufall. Jesus betete im hohepriesterlichen Gebet. Er betete für seine Jünger und dann sagte er, und für die, welche durch ihr Wort zu mir kommen. Das bist du und das bin ich. Alles steht und fällt mit Gebet. Der Herr bat darum. Der Herr flehte darum. Und ich frage dich, ist jemals ein Gebet unseres Herrn unbeantwortet geblieben? Nein. Nein. Okay. Also, wenn wir gewillt sind, unseren Teil zu tun, so ist Gott gewillt, seinen Teil zu tun, den Lauf der Geschichte wirklich zu ändern, wirklich umzustoßen. Vielleicht bist du manchmal an Punkten in deinem eigenen Leben, wo du denkst, okay, ich kann mich noch damit jetzt nicht so irgendwie, das ist die großen Dinge jetzt so, dieses Weltverändern, dieses, das ist mir irgendwie alles. Aber du hast sicherlich auch Kämpfe bei dir selber, in deinem Leben. Auch da, für dich persönlich, Gott will dieses Mittel des Gebets und des Fastens auch für dich, für deine konkreten Kämpfe will er gebrauchen. Ich weiß noch eine Zeit, da waren Rebecca und ich überhaupt gar nicht, wir wussten gar nicht, was Fasten und Beten sozusagen richtig ist. Und unsere erste Tochter, die geboren wurde dort vor fast 20 Jahren, war es gewesen, die war dann lange Zeit im Krankenhaus nach der Geburt. Und dann sind wir irgendwie darauf aufmerksam geworden, okay, das Wort redet vom Gebet und vom Fasten. Und wir haben uns, das war so die erste Zeit, wo ich mich daran erinnern kann, wo wir uns wirklich ja, abgesondert haben und wirklich gefastet haben. Und der Herr hat eingegriffen. Du musst nicht viel wissen davon. Das Einzige ist wirklich, das Herz, darauf kommt es an. Und das sehen wir im Wort Gottes immer wieder. Auch die Männer und Frauen Gottes, die sich wirklich gedemütigt haben, die in Not geraten sind, die in Angst geraten sind, die in Bedrückung geraten sind. König Josaphat, ein Beispiel, wurde bedrängt von vielen, vielen Völkern. Moabiter und Ammoniter und wie sie alle heißen, die ganzen Iter. Die haben einfach gedacht, okay, diesen König Josaphat, den überrennen wir einfach. Und was hat er? Er hat sich gedemütigt vor Gott und er hat ein Fasten im Volk ausgerufen. Und so wunderbar, Fasten, was ja mit Gebet und mit Lobpreis dann noch eins geht. Und dann ist er in die Schlacht gezogen. Ich verkürze das jetzt mal einfach so für uns als Ermutigung. Ist er in die Schlacht gezogen, hat gesagt, okay, nicht meine ersten Kriegsstreiter an die Front rein, sondern die Trompeter und die Bläser, die Sänger in die ersten Reihen. Wunderbar, mit Lobpreis, Fasten, Gebet, Lobpreis sind sie dann in den Krieg gezogen. Und was hat der Herr? Der Herr hat geantwortet. Der Herr hat seine Feinde geschlagen. Der hat zu ihm gesagt, bleib du still stehen, die Sache des Kampfes ist nicht mehr eure, sie ist des Herrn. Schaut nur. Und was war das Resultat? Ganze Feinde waren besiegt und sie konnten noch die ganze Beute einsammeln. Halleluja. Warum? Weil sie sich gedemütigt haben. Weil sie sich gedemütigt haben. Esther musste zum König hineingehen. Was hat sie gesagt? Rufe ein Fasten in unserem Volk aus, so dann will ich hingehen. Komm ich um, so komm ich um, lebe ich, so lebe ich. So, sie ist reingegangen, aber mit Gebet und Fasten vorbereitet. Wir sehen immer wieder diesen roten Faden im Wort Gottes, wo wir einfach sehen, okay, unser Gott, er tut, was er versprochen hat. Amen. Und ich möchte uns das wirklich, ja, wirklich, ja, zusprechen, auch jetzt gerade in diesen Tagen, dass wir einfach mit einer noch größeren Zuversicht auch nach Hause fahren. Ich meine, wir sind jetzt schon so ermutigt hier in dieser Zeit, ja, aber ich weiß doch, wie es selber ist. Du bist auf einem Hoch in so einer Zeit, natürlich, in so einer schönen Gemeinschaft, aber wie sieht es dann meistens am Montag wieder aus zu Hause? Wenn du dann wieder in deinen Alltag hineinkommst, aber gerade dort möchte ich dich ermutigen. Gerade dort, der Herr will nicht einen Cut hier machen. Versteht ihr, was ich sagen will? Der Herr will nicht, wir kommen ganz hoch zum Beta-Treffen und treffen uns wirklich in den höchsten Sphären sozusagen geistlich gesehen und dann auf einmal kommen wir nach Hause und der Montag ist schon wieder so der Tag, wo wir, oh, und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin nicht mehr und alles ist vergessen irgendwie. Ja, war eine schöne Zeit, schöne Erinnerung, toll, dass ich noch Fotos gemacht habe, aber irgendwie bleibt davon jetzt am Montag schon gar nichts mehr hängen. Nein, 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 so soll es nicht sein, dass wenn du nach Hause fährst heute, da geht es erst richtig los. Du und dein Gott in der Verborgenheit, du in der Königskammer vor dem Angesicht deines Gottes. Wir können das, was wir hier erlebt haben, fortführen dort, wo wir sind. Und das möchte der Herr. Das ist übrigens der einzige Grund, warum es keine Megachurch in Jerusalem gibt.
Weil der Herr möchte, dass es überall an allen Orten ist. Darum sagte Paulus zu Timotheus, setze in jeder Stadt Älteste ein. Das soll vervielfältigt werden. Und genau dieses Prinzip können wir eigentlich auch hier anwenden, wenn wir vom Beta-Treffen nach Hause fahren. Das, was du hier sozusagen erlebt, mitgenommen, wodurch du gesegnet wurdest, das sollst du als Fackelträger, als Segensträger an deinen Ort bringen und dort soll es sich vervielfältigen. Und das wird es. Es wird sich vervielfältigen. Gott ist treu. Ihr Lieben, Gott ist treu. Ich bin heute Morgen aufgewacht, es war so herrlich, es war nichts Spektakuläres. Ich bin einfach aufgewacht und ich wusste, ich kann es dir noch nicht mehr erklären, wo diese starke Gewissheit herkommt. Ich wusste einfach, alles, was wir gestern gebetet haben, ist schon beantwortet. Es ist schon. Für mich ist das eine ganz logische Konsequenz. Wir haben gestern nach dem Herzen Gottes gebetet und es ist schon da. Es ist schon da. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, ich habe gedacht, oh, danke Jesus. Ja, und dass wir das auch mit nach Hause nehmen, ihr Lieben. Das ist so mein Anliegen, mein Wunsch, dass wir ermutigt sind, da anzuknüpfen und weiterzumachen, wo wir hier heute Mittag einfach enden. Es endet nicht, lass mich mal so sagen, es endet nicht. Es endet nur, wenn du es enden lässt, so, ja. Aber wir wollen da anknüpfen und es weiter fortführen. Amen. Amen. Okay, ich mache hier Schluss. Das soll auch zu greifen sein, das soll kompakt sein und das soll auch wirklich greifbar sein und dass wir einfach ermutigt sind. Herr Jesus, Herr, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, Herr. Ich möchte dir danken von ganzem Herzen, Herr, dass du aus dieser Zeit, Herr, die wir hier auch haben, Herr, wirklich Früchte hervorbringst, Herr, und schon hervorgebracht hast. Und wir Früchte sehen werden, Herr, die köstlich schmecken, Herr. Halleluja. Früchte, Herr, die dich ehren, Herr Jesus Christus, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du uns beten gelehrt hast und immer noch dabei bist, ja, uns beten zu lehren, Herr. Dass du es uns vorgemacht hast und es uns nicht schwer, nicht kompliziert gemacht hast, sondern dass wir einfach in deinen Fußstapfen folgen können, Herr, und wirklich erleben dürfen, Herr, was dein Wort sagt. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Jeder, der bittet, wird empfangen und wer klopft, dem wird aufgetan. Danke, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, Herr. Halleluja. In Jesu Namen bitten und empfangen wir. Amen. Amen. Amen.